Hallo, schön, dass du da bist und dich auf eine Reise in deiner Fantasie begeben möchtest. Lass uns beginnen. Nimm eine angenehme Position im Liegen oder Sitzen ein. Sorge dafür, dass du die nächste Zeit nicht gestört oder abgelenkt wirst und achte darauf, dass du es bequem hast, dass nichts drückt oder zwickt und dass du dich vollkommen auf diese Traumreise einlassen kannst. Komm nun erst einmal an. In diesem Raum, auf der Unterlage, auf der du liegst oder sitzt, in diesem Moment. Schließe die Augen, wenn du das möchtest. Richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Beobachte, wie du einatmest und wieder ausatmest, ohne zu bewerten. Spüre dem Weg deines Atems nach. Bleibe dabei und nimm noch einige ruhige und erholsame Atemzüge. Komm zur Ruhe. Lass alle Gedanken, die dich beschäftigt haben, los. Und bleibe ganz im Hier und Jetzt. Ich möchte dich nun einladen, mit mir in deiner Fantasie zu einer Herde von Wildpferden zu reisen. Sie leben auf einer Insel, abgeschieden von den Menschen, ursprünglich und frei. Du stehst am Strand, über dir der strahlende Himmel, unter deinen Füßen der feine Sand. Du siehst die Pferde schon von Weitem. Eine kleine Gruppe von ihnen steht auf einer Anhöhe. Unter ihnen das tosende Meer. Der Wind zerzaust ihre langen Mähne. Atme tief ein und schmecke das Salz auf deiner Zunge. Spüre, wie die frische Meeresbrise in deine Lungen strömt. Fühle sie auf deiner Haut. Und sieh dann wieder zu den Pferden. Genieße ihren Anblick. Eines der Pferde, ein grauer Hengst, sieht plötzlich zu dir herüber. Selbst aus der Entfernung kannst du seinen Blick auf dich spüren. Er schaut dich direkt an. Und es ist, als würde er dich einladen. Fühlst es genau. Du gehst den Strand entlang auf die Pferde zu, durch den Wind und das Rauschen des Meeres. Um sie zu erreichen, musst du die kleine Anhöhe hinaufsteigen. Du lässt dabei die Pferde nicht aus den Augen. Und auch der graue Hengst sieht dich unverwandt an, als würde er auf dich warten. Je näher du den Pferden kommst, desto stärker spürst du eine Verbindung zu ihnen, besonders zu dem grauen Hengst. Es ist beinahe magisch. Es kommt dir vor, als würdet ihr euch schon lange kennen. Als du die Anhöhe erreicht hast und nun auf einer Ebene mit den Wildpferden stehst, passiert etwas Besonderes. Der graue Hengst verlässt seinen Platz an der Klippe und kommt auf dich zu. Und mit ihm die kleine Gruppe von Wildpferden. Du hältst inne und wartest, bis die Pferde dich erreicht haben. Je näher sie kommen, desto besser kannst du sie betrachten. Es sind stolze, wunderschöne Tiere mit großen, neugierigen Augen. Ihr Fell glänzt in der Sonne. Der graue Hengst ist jetzt ganz nah. Er sieht dich an. Du siehst ihn an. Es ist wie Magie. Du spürst ein besonderes Band zwischen euch. Ein Vertrauen. Als wärt ihr zwei Seelen, die sich gefunden haben. Du hältst ihm deine Hand hin.
Er beschnuppert sie und berührt sie mit seiner weichen Nase. Ein Moment scheint alles still. Dann tritt der Hengst zur Seite und öffnet dir damit den Weg in seine Herde. Du gehst auf die Wildpferde zu und befindest dich plötzlich mitten unter ihnen. Sie umschließen dich wie einen Kreis. Die Fell ist feucht von der Meeresluft, ihre Mähnen wild und zerzaust. Du spürst die Wärme ihrer Körper, atmest ihren Geruch ein. In der Gruppe der Wildpferde fühlst du dich vollkommen sicher und aufgehoben. Zwischen ihnen kann dir nichts passieren. Es gibt für dich keinen anderen Ort auf der Welt, an dem du gerade lieber sein möchtest. Hier gehörst du hin. Hier bist du zu Hause. Du fühlst dich zugehörig und geborgen. Im Kreis der Wildpferde. Der graue Hengst tritt zu dir, berührt dich sacht mit der Nase an deiner Wange. Du spürst seinen warmen Atem auf der Haut. Er bläst dir sanft Luft in die Haare. Du berührst seinen Hals und gleitest mit den Fingern unter seine dichte, dicke Mähne. Eine ganze Weile steht ihr still so da. Alles fühlt sich friedlich an und du dich zwischen den Pferden beschützt. Du könntest ewig so bleiben und genießt jeden Atemzug, jeden Moment, den du bei ihnen und mit ihnen stehen kannst. Du atmest durch ein und aus. Langsam kommt Bewegung in die Herde. Ein letztes Mal berührt dich der graue Hengst mit seiner Nase. Letztes Mal streichelst du über sein weiches Fell. Dann brechen die Wildpferde auf. Mit ruhigen, gemächlichen Schritten entfernen sie sich von dir. Wie zum Abschied geht jedes von ihnen dicht an dir vorbei. Und während sie weiter und weiter gehen, bleibt ihr Gefühl der Wärme und Geborgenheit in dir zurück. Du siehst den Wildpferden nach, wie sie kleiner und kleiner werden. Kurz bevor sie aus dem Blickfeld verschwinden, sieht sich der graue Hengst noch einmal nach dir um. Wie zu Beginn, kannst du selbst aus der Entfernung spüren, dass sein Blick nur auf dir liegt. Dann wendet er sich um und die Pferde verschwinden. Du spürst dem Gefühl nach, das du in ihrer Mitte hattest und bist dankbar, diese Momente mit ihnen geteilt zu haben. Nimm noch 3 tiefe Atemzüge und verabschiede dich. Von der Insel, von den Wildpferden, von dem grauen Hengst. Kehre nun langsam zurück in diesen Raum, auf die Unterlage, auf der du liegst oder sitzt, in diesem Moment. Fühle in deinen Körper hinein. In deine Beine und Arme, in deine Zehen und Fingerspitzen. Bewege dich. Strecke dich ein wenig, wenn du magst. Bevor du die Augen öffnest, schenke dir ein inneres Lächeln und
und bedanke dich bei dir selbst, dass du dir die Zeit für diese Fantasiereise zu den Wildpferden genommen hast. Nimm das Gefühl, das du in ihrem Kreis gespürt hast, mit in den Tag oder die Nacht. Wenn du magst, öffne jetzt deine Augen. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir alles Gute und ein bisschen Harmonie.